Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und heute baue ich mit euch ein Set von Kada. Und zwar nicht das, wofür Kada bekannt ist, für verschiedene Techniksachen, sondern wie bei mir so üblich eben wieder ein Set aus Systemstein. Und zwar baue ich mit euch den Summer Breeze Coffee Shop. Den habe ich hier drin. Das ist wieder so ein kleines Gebäude, wie ich schon... ja, von Kada diesen kleinen Coffeeshop von Oso Yang gebaut habe und diesen Steam Bun Shop, den habe ich auch gezeigt euch. Und ähnlich groß, ähnlich von der Art her, bauen wir jetzt den. Da hinten ist übrigens der Steam Bun Shop, den haben wir zusammen gebaut. Und hier bauen wir jetzt den Summer Breeze Coffee Shop von Kada, die C66006. Genau, da haben wir einen Transferaufkleberbogen oder zumindest mit durchsichtigem Trägerpapier, keine Ahnung. Irgendeine Karte mit QR-Code hinten drauf. Und eine Anleitung. Hinten ist eine Teilliste drin, ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt eine Beleuchtung im Set und wir haben, wie viele Seiten? Ja, so 65 Seiten. Neu gebaut, es wird, ja, hier sieht man es, rot umrandet. Altes bleibt aber farbig, wird nicht ausgegraut oder ausgeblasst. Typische Kada-Anleitung. Ja, da ist wieder so eine Unterteilung hier in A und B. Also die machen nicht, die machen das immer ein bisschen komisch. Und dann die Tüten gehören zu A, die Tüten gehören zu B. Naja, schauen wir mal rein. Das ist die Grundplatte sozusagen. Und zwei Bauabschnitte. Ich denke mal, die entsprechen dann der Bezeichnung A und B in der Anleitung. Das weiß man bei Kada immer nicht so ganz genau. Manchmal steht auf Tüten 1 und 2, sind dann also gehören dann zu A und dann 3 und 4 zu B oder sowas. Da ist Kada manchmal ein bisschen komisch. Ja, das ist das. Hier nochmal die Zusammenfassung, was wir hier haben. Wir haben den Summer Breeze Coffee Shop von Kada. Die C66006, ja, nein, 007, 1116 Teile. Der Designer, das muss ich ablesen, der Tong Xinyun, also lizenziert. Und es ist eine Beleuchtung dabei, die per USB angeschlossen wird. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Wo ist sie denn? Theoretisch sollte eine Beleuchtung dabei sein. Hier ist die Beleuchtung. Das ist einfach so ein USB-Sticker. Da ist ein An-Ausschaltknopf drauf und dann ist da einfach ein Kabelstrang mit immer mal wieder einer Leucht-LED dran, die dann leuchtet. Und dann muss man die halt irgendwie festklemmen und dann hat man Beleuchtung im Set. Das ist jetzt eine sehr simple Beleuchtung, aber es funktioniert. An dem Stecker an- und ausschalten ist ein bisschen nervig und man kann dann auch durchschalten zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi. So war es bei den anderen Sets, so gehe ich davon aus, dass es auch hier ist. Also, ja, dann legen wir los mit dem Bau vom Summer Breeze Coffee Shop. Nach dem ersten Dutzend Bauschritten habe ich jetzt hier zu den Teilen zwei Anmerkungen, und zwar habe ich hier einen leichten Fehlguss. Ich denke, das kann man ganz normal überbauen. Deswegen habe ich das jetzt auch hier eingebaut. Die, ich denke mal, eine einmal 16 Platte. Ja, genau. Ansonsten sind die Teile sehr schön. Kada macht da inzwischen eigentlich recht gute Sachen. Und dann habe ich hier was Besonderes als Teil. Ich habe hier eine
1x10 Fliese. Und das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht von Lego. Hier habe ich noch eine in Light Bluish Gray. Nochmal eine, also durchaus ein paar. Und das sind 1x10 Fliesen. Lego gibt es 1x8, 1x10 kenne ich so nicht. Das finde ich jetzt schon ziemlich cool. Das ist hier mal was Neues, was anderes wie das Übliche. Also, wer spezielle Teile sucht und vielleicht für irgendwas zwingend 1x10 Fliese sucht, bei Kada gibt's die. Bauabschnitt A ist fertig und bisher bin ich sehr zufrieden. Wir haben das erste Stockwerk hier plus alles, was drumherum steht, denke ich. Also auch hier die Deko sozusagen, die Straßenlampe mit Schildchen dran. Das sind Aufkleber, die habe ich aufgebracht, die zwei. Plus einen dritten hier drin mit der Karte fürs Café. Hier draußen haben wir einfach noch Grünzeug als Deko stehen. Ja, und hier haben wir eine Schiebetür. Kann man hier so hin und her schieben. Hier haben wir so ein Rollgatter. Also sind halt Panzerketten in nicht militärischer Farbe. Und da drin ist dann die Beleuchtung. Die hat hier eine eigene Führung. Hier geht es hinter dieser Plate modified mit der Rail da dran. Wird es entlang geführt und dann hier durch diese Ösen hier durch. Was ich eigentlich auch ganz witzig finde. Hier haben wir eine Klimaanlage oder ein Kühl oder was weiß ich und ein Regal mit verschiedenen Tuben, die Kaffeemaschine. Es passt halt nicht wirklich jemand dahinter. Also Platz ist da keiner. Ein kleines Waschbecken, ein paar Hocker zum draufsitzen. Aber was ich echt interessant fand, ist, dass hier, das war in den anderen Modellen nicht so, dass hier wirklich diese Kabelführung so durchdacht ist. Muss mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber auf jeden Fall, hier da ist schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie das Ganze hier funktionieren soll. Genau, also das finde ich jetzt hier auf den ersten Blick sehr schön. Ich bin jetzt mitten im Bauabschnitt 2 und jetzt baue ich gerade hier so eine Markise, die man rausfahren kann. Die Mechanik dafür ist noch nicht integriert, aber man kann sie ja schon mal per Hand rausfahren. Also hier kann man das, und da wird jetzt hier so ein Zahnrad drauf gebaut und dann kann man das hier irgendwo dann per Hand wahrscheinlich kurbeln und dann kommt hier die Markise raus. Oder die, ja, sind ja nur so 3-5 Latten. Die ist nicht komplett. Weiß nicht, warum man die nicht durchgehend gemacht hat. Aber auf jeden Fall kann man die hier so rein und rausfahren. Ich habe wieder ein schlecht gegossenes Teil hier. Da fehlt ein bisschen Material. Ich hoffe, das beißt mir nachher nicht in den Hintern, dass ich das einfach verbaut habe. Weil sonst muss ich das halbe Ding hier wieder auseinandernehmen. Aber ich denke, das wird gehen. Da kommen nachher diese Teile hier drüber. Und das ist nur Deko. Und sobald es da drauf ist, verschwindet auch das Problem. Also von daher, ich denke, das ist kein Problem. Deswegen habe ich es einfach verbaut. Ich bin grundsätzlich so, wenn ich kein Problem sehe, wenn ich es verbaue,
dann verbaue ich es auch, weil ansonsten es erfüllt ja seine Funktion. Es ist ja völlig so weit völlig in Ordnung, in dem Sinne, dass es seine Funktion erfüllt. Warum soll ich es dann durch ein anderes Teil austauschen? Geht ja. Und dann, wenn ich es dann nicht mehr sehe, ist es mir völlig egal, dass das dann nicht ganz ausgegossen ist. Also müsste ich dann wieder suchen, vielleicht habe ich es dann nicht in der Farbe drin. Und so, wenn ich es benutzen kann, wird es benutzt. Fertig ist er, der kleine Summer Breeze Coffee Shop von Kada DC66007, Designer Tong Jing Yun oder sowas, keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist es ein echt hübsches kleines Gebäude mit einem Stockwerk nur. Ich habe jetzt hier auch ein paar Aufkleber noch aufgebracht. Hier nochmal die Karte, die auch drinnen hängt. Und hier dieses Ding hier. Und ich glaube, das war's, genau. Hier gehört noch einfach ein roter, eckiger Punkt drauf. Hier, dieser rote, eckige Punkt kommt hier auf die Klimaanlage oder was das ist. Und hier diese weißen Schriftzeichen kommen hier auf dieses Transclear Fliese. Ja, ich glaube nicht mal, dass man die groß sieht. Also zumindest bei dem Licht hier. Ja, vielleicht. Die habe ich jetzt weggelassen. Also vielleicht mache ich noch drauf, aber glaube ich nicht. Und den Punkt, das sehe ich überhaupt nicht, den Sinn drin. Das stört mich auch nicht, dass der jetzt da nicht dran ist. Auf jeden Fall. Hier, das so sieht das Ganze von außen aus. Hier ist noch ein bisschen grün dran. Ich weiß nicht, ob das Moos sein soll oder ob das Glibber oder sonst irgendwas. Es hängt schon die Powerbank dran, dass ich nachher auch beleuchten kann. Das mache ich gleich. Also so sieht es aus hier. Hier oben haben wir eine Dachluke, wo man aufstellen kann. So, dann da hinten haben wir das Werkzeug zum hier die Markisenbretter rauszufahren. Ach, solche Funktionen finde ich immer schon immer sehr schick. Das finde ich schon toll. Und ja, das war es eigentlich. Und dann haben wir noch die Beleuchtung. Ich mache die einfach mal an, dass wir sehen, wie das Ganze beleuchtet aussieht. Na komm. Jetzt wackelt es ein bisschen. Vielleicht muss ich die Rundumbeleuchtung hier ein bisschen runterfahren. So, also das hat so verschiedene Beleuchtungsmodi. Jetzt flackert es hier richtig schön. Ja, das ist alles ein bisschen Quatsch. So, hier, das ist das durchgehende Licht. Das ist das, was jetzt hier meiner Ansicht nach Sinn ergibt. Also hier kommt es durch, hier kommt es durch. Da oben sieht man es auch ein bisschen. Also da hat man auch ein bisschen Beleuchtung. Insgesamt, das ist schon gut. Die Beleuchtung ist relativ lang. Es ist relativ viel Beleuchtungskabel. Ich habe das erst nicht ganz kapiert. Ich habe gedacht, man muss dann auch noch hier oben was reinlegen, in den oberen Teil vom Gebäude. Aber das hängt alles da unten drin. Und das ist auch in der Anleitung so dargestellt, dass man das praktisch hier im Kreis legt und nochmal rum. Das wusste ich am Anfang nicht. Deswegen habe ich es nur einmal rumgelegt und dann habe ich das Ende freigelassen, dass ich es noch oben ins Stockwerk reinpacken kann.
Aber naja, wie ihr seht, ist es unnötig, weil wir haben ja kein oberes Stockwerk. Das ist nämlich der Punkt. Also die Bar habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt ist sie auch innen drin beleuchtet. Seht das mal von innen. So sieht das Ganze aus. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ziemlich zufrieden mit dem ganzen Set. Gefällt mir wirklich gut. Die Bautechniken sind echt schön. Ich habe keine Probleme gehabt mit dem defekten Teil hier. Das habe ich einfach überbaut, wie ich es vermutet hatte. War kein Problem. Aber das ist hier so ein bisschen ein Punkt. Wie viele defekte Teile hatte ich? Zwei oder zwei? Also bei nicht mal 1000 Teilen oder wie viel sind es? Ja, 1116. Es sind zwei Fehlgüsse schon relativ viel, finde ich halt. Also das muss man halt dazu sagen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz ideal. Da müsste Kader an seiner Qualitätssicherung noch ein bisschen arbeiten, weil sonst die Steine haben sich super bauen lassen, hat alles wunderbar funktioniert. Diese Riffeldinger da anzubringen, das ist unangenehm in den Händen, wenn man die festdrückt. Und da werden halt doch ziemlich viele davon verbaut. Ist natürlich auch, wenn du sagst, ich brauche die Dinger, ist es natürlich ein sehr guter Teilespender. Muss man auch sagen. Also da sind, lass mich nicht lügen, aber 50 sind auf jeden Fall drin, wenn ich mich nicht täusche. 16, 16 und da hinten sind 20, glaube ich. Also, das ist schon was dabei. Und dazu dann die Funktionen hier. Hier ist was zum Aufklappen, hier ist was, kann man letztendlich auch aufklappen. Ach, das finde ich schon recht cool, was es hier alles gibt. Das zum Rausfahren. Also, da muss ich sagen, das ist schon echt absolut cool. Und zur Teilequalität habe ich noch einen Punkt, das ist mir bei Kader jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Hier diese, das sind die Angusspunkte hier auf den Glasscheiben. Ich weiß nicht, hier, man sieht es, da ist immer so ein Punkt, von dem es um den es rum ein bisschen milchiger ist und danach sind sie klar, aber da ist immer so ein unschöner Punkt hier auf jeder Glasscheibe drauf. Ich habe es jetzt möglichst gleich ausgerichtet, dass es wenigstens nicht so arg auffällt, aber das Problem hat Kader, also ein Set mit vielen Fenstern, das leidet dann doch darunter, dass es diese Punkte auf den Scheiben hat. Ansonsten sind die Scheiben, ja gut, die haben alle ihre Mikrokratzer, die sind zusammen mit den anderen Teilen in einer Tüte. Hat man schon besser gesehen, aber auch schon viel schlechter. Also das ist, ich denke mal, aktueller China-Standard und somit okay. Bloß halt diese Punkte an den Angusspunkten, die sind eher schlecht. Da hoffe ich, dass sich da irgendwann mal was tut. Das wollte ich anmerken. Ansonsten, wie gesagt, die zwei Fehlgüsse sind noch ein bisschen ärgerlich. Farbabweichung habe ich jetzt keine offensichtlichen gesehen. Das ist bei Kader ja auch manchmal ein bisschen schwierig, aber ich glaube, diese Farben, die haben sie einigermaßen unter Kontrolle. Die Rotfarben sind, glaube ich, immer ein bisschen schwierig bei Kader. Aber da haben wir ja hier keine verbaut, von daher das passt. Also gut, das ist das Summer Breeze Coffee House von Kader. 1116 Teile. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das zu bauen. Das ist so ein kleiner Snack für zwischendurch. Und ja, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist wirklich ein schickes Häuschen. Und zusammen mit den anderen Häuschen macht sich sicher auch gut. Ah, Moment, da fällt mir ein, da könnte ich doch gerade noch den Steam Bun Shop holen. Einen Moment bitte. So, jetzt hier, ich habe den Steam Bun Shop auch noch hier. Guck mal, wo man den, der ist, sieht man, der ist doch ein bisschen staubig inzwischen. Und den passt das irgendwie.
Hier hängt was über, das passt nicht direkt nebeneinander. Jetzt muss ich gerade überlegen, gibt es da eine gute Möglichkeit, die zusammenzuführen? Vielleicht so, dann kann ich halt die Markise nicht rausfahren. Rückseiten zusammen, dann stoßen sie wieder aneinander. Also so ganz durchdacht ist es noch nicht, würde ich sagen. Liebe Kader-Designer, oder, ja gut. Es wird halt daran liegen, es sind verschiedene Designer und die haben es, unter den Vorgaben haben sie das sicher gut gemacht. Aber teilweise hängen dann doch irgendwie Teile noch über. Das stelle ich jetzt gerade fest. Aber trotzdem, wenn man sie nicht direkt nebeneinander stellen muss, dann passt es auf jeden Fall hervorragend zusammen. Und aber auch so, also optisch passen sie auf jeden Fall sehr gut zusammen. Würde ich sagen, die sind schon vom Stil her absolut kompatibel und durchaus gelungen. Also ich mag die Reihe von Kader, diese kleinen Häuschen. Also wegen mir könnten da durchaus noch mehr erscheinen. Ich finde es vor allem halt auch, das sind keine riesengroßen Sets, das ist schnell gebaut, die sind nicht so wahnsinnig teuer. Das freut mich immer mal, sowas dazwischen reinzubauen und nicht nur immer die großen Dinger auf dem Bautisch zu haben, sondern hier, das ist so ein Snack für zwischendurch und das macht Spaß und sieht am Ende auch noch gut aus. Und hier hatte ich auch tatsächlich echt schöne Ideen, schöne Bautechniken. Also ich denke, was will man mehr bei 1000 Teilen? Eine absolute Empfehlung. Wie im Prinzip auch schon hier der Shop, der war auch ziemlich cool. Noch mehr coole Sets warten bereits in meinem Baustau und die werde ich jetzt so nach und nach aufbauen und ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann wird es sich empfehlen, auf den Abonnieren-Button zu drücken. Ansonsten schaut einfach so in meine Videos wieder rein, schreibt mir einen Kommentar, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Bis dahin. Euer Axel von Steinreich TV.